Ja, 2025 wird soweit sein, dann bin ich 20 Jahre lang selbstständig, davon den Großteil natürlich nebenbei selbstständig, neben einer Teilzeitanstellung, aber es sind doch einige Jährchen. Und ich sage mal so, wenn du mir davor auch nur irgendwie angedeutet hättest, dass ich mich selbstständig machen würde, hätte ich das im Brustton der Überzeugung abgelehnt, hätte gesagt, niemals. Nie nicht mache ich mich selbstständig, einfach aus der Historie meiner Eltern heraus. Das klingt jetzt so, als wäre es ein Horror gewesen, selbstständige Eltern zu haben, aber im Laufe dieser Episode wirst du sehen, so war es gar nicht. Eins vorweg noch, ich war immer in der sehr privilegierten Position, dass ich von meiner Selbstständigkeit nicht leben musste. Ich musste auch nicht von meiner Teilanstellung leben. Hätte auch beides nicht funktioniert. Heute schaut es natürlich anders aus. Heute könnte ich, wenn es sein müsste, meine Familie durchbringen in meiner Selbstständigkeit. Aber es ist nach wie vor nicht notwendig, Gott sei Dank. Und das nimmt natürlich ein bisschen Druck. Das möchte ich schon vorwegstellen. Ja, und noch was, wenn mir meine Kundinnen sagen, bei dir schaut das so leicht aus, dann schaut vielleicht nach außen so aus. Ist es aber natürlich auch nicht. Also diese beiden Prämissen behalt bitte im Hinterkopf, wenn du diese Episode hörst oder das Video anschaust. Es ist mir also eher passiert, mich selbstständig zu machen, als dass es eine aktive Entscheidung war. Eines Tages war ich's sozusagen und eine befreundete Buchhalterin hat zu mir gemeint, na Claudia, jetzt wird es aber Zeit, dass du dich richtig selbstständig machst, das heißt auch mit all diesen administrativen Dingen dahinter, Gewerbeschein und so weiter und so fort. Und so negativ ich das jetzt vielleicht dargestellt habe, ist mir doch aufgefallen, dass meine Eltern viel dazu beigetragen haben, unbewusst natürlich, und mir Wertesysteme, Eigenschaften mitgegeben haben, vorgelebt haben natürlich, die mir heute helfen, dabei in der Selbstständigkeit dran zu bleiben, durchzuziehen und damit natürlich auch erfolgreich zu sein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind denn das für Voraussetzungen, die du brauchst oder die dir das Leben leichter machen? Vielleicht brauchst du sie nicht, weil man kann auch sehr vieles erlernen und trainieren, damit deine Selbstständigkeit klappt. Und deswegen gehen wir einfach ein Stückerl in meine Vergangenheit. Vielleicht haben es also die Familiengene vorbereitet. In meiner Herkunftsfamilie waren zumindest die letzten zwei Generationen, weiter zurück weiß ich es ehrlich gesagt nicht, waren selbstständig. Meine Eltern hatten eine Kfz-Werkstätte, sind also inzwischen schon lange in Pension. Meine Großeltern hatten mütterlicherseits eine große Schneiderei und väterlicherseits ein großes Weingut, das ich übrigens vor 2, 3 Jahren circa das erste Mal in meinem Leben gesehen und besucht habe, war irgendwie ein sehr eigenartiges Gefühl. Aber nichtsdestotrotz, ich komme aus einer Unternehmerinnenfamilie und da stellt sich eben die Frage, wie ist denn das eigentlich mit diesen Genen? Ich hätte ja somit immer die Voraussetzung absolut gehabt, mich selbstständig zu machen, wäre fast logisch gewesen. Allerdings kann auch das Gegenteil der Fall sein. Das heißt, diese Unternehmerinnenfamilie kann natürlich auch eine Bremse sein. Weil wir kennen das alle, entweder wir wollen genauso sein und dasselbe machen wie unsere Eltern oder genau das Gegenteil, wir wollen es ganz sicher nicht so machen wie unsere Herkunftsfamilie bzw. unsere Eltern, weil es halt subjektiv nicht ganz so toll war und deswegen kann es eben dazu kommen, dass das zu einer Bremse wird. Also bis 2004 war ich wirklich davon überzeugt, niemals, nie nicht selbstständig zu sein. Und ich habe mich nicht mal mit Männern getroffen, beziehungsweise bin Beziehungen eingegangen, die eben selbstständig tätig waren, aus dieser Panik heraus, weil ich das natürlich mitbekommen habe als Kind. Das soll aber, ich möchte es betonen noch einmal, nicht bedeuten, dass meine Kindheit grauenhaft war. Aber es war halt einfach so, es gab keine Familienurlaube zum Beispiel, weil meine Eltern die Kfz-Werkstätte nicht einfach 3 Wochen zusperren konnten. Das heißt, entweder ich war mit Mutter und Großmutter unterwegs oder ab, ich glaube, 12 Jahren circa, bin ich halt dann verschickt worden, unter Anführungszeichen, was mir sicher auch nicht geschadet hat. Aber ich habe mitbekommen, was es auch an Verantwortung bedeutet, Angestellte zu haben und für diese Angestellten natürlich auch verantwortlich zu sein, insgesamt sehr viel Verantwortung zu tragen
und auch ständig ein Risiko zu tragen. Ich habe gesehen, wie mein Vater auch am Wochenende gearbeitet hat, wie er zum Mittag ziemlich erschöpft nach Hause gekommen ist. Also Samstagarbeit war eigentlich ganz normal, Sonntag war meistens frei. Wir Kinder, also mein Bruder und ich, sind in Halbinternat untergebracht worden, was auch nicht immer so der Spaß war. Ich kann mich erinnern, dass ich zumindest meist als Letzte abgeholt worden bin und dann bei den Klosterschwestern warten habe müssen, bis ich eben abgeholt werde, weil die Hauptpforte schon zu war. An das kann ich mich noch ganz gut erinnern. Und das waren natürlich Dinge, die auch geprägt haben, beziehungsweise auch meine Überzeugung, dass ich das eben nicht möchte, bestärkt haben. Allerdings habe ich während meiner Angestelltenzeit, könnte man sogar sagen, etwas bemerkt an mir, nämlich, dass ich mir die Jobs, die ich hatte, eigentlich immer zu meinen gemacht habe. Das bedeutet, die Firma, für die ich gearbeitet habe, war so irgendwo meine Firma. Und dementsprechend habe ich auch sehr engagiert gearbeitet, zuletzt eben 27 Jahre in einem und demselben Unternehmen in unterschiedlichen Positionen. Aber das war irgendwie mein Business. Und nein, das ist nicht immer honoriert worden, aber ich war happy dabei und habe mich dabei gut gefühlt und habe mich selber wertgeschätzt. Und das war auch schon gut, insofern als ich Arbeit nie als etwas Schlimmes angesehen habe, sondern immer Freude dran gehabt habe. Also rein wahrscheinlich schon von meinen Genen her wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, Arbeit irgendwie anders zu sehen als eben so. Und selbst wenn es kein Gen gibt, kein Unternehmerinnen-Gen gibt, dann gibt es halt doch schon eine Prägung. Und die habe ich natürlich von meinen Eltern mitbekommen. Das ist, glaube ich, ganz logisch. Und heute im fortgeschrittenen Alter, nennen wir es mal so, ist da natürlich sehr viel Positives hängen geblieben. Und genau dieses Positive, was mir meine Eltern mitgegeben haben, das möchte ich dir heute erzählen. Denn vielleicht ist es bei dir genauso oder du hast dir das eben selber angeeignet. Und unterm Strich geht es ja nicht nur um die Eigenschaften, die wir schon mitbringen, sondern auch die Eigenschaften, die wir entwickeln, beziehungsweise das Wertesystem, das wir mitbringen. Also in der Selbstständigkeit helfen dir nicht nur Eigenschaften, die du hast oder die du trainiert hast, sondern vor allem eben das Wertesystem, mit dem du die ganze Sache angehst. Also das Erste, was mir meine Eltern mitgegeben haben, war schlicht und ergreifend, dass Arbeit Spaß machen kann oder Spaß macht. In meiner Anstellung habe ich natürlich viele Kolleginnen und Kollegen gehabt, die so eine Art Opferrolle eingenommen haben, so nach dem Motto, ich Armer, muss da arbeiten, muss meine 8 Stunden absitzen, muss leisten, um überhaupt überleben zu können. Und das habe ich echt nie nachvollziehen können, wie man so an die Arbeit rangehen kann. Und die Jobs, die ich hatte, die haben nicht zu 100% Spaß gemacht, ganz klar. Aber entweder ich habe sie so verändert, dass sie Spaß gemacht haben, oder ich habe halt meine Einstellung jeweils zu den einzelnen Tätigkeiten verändert, damit es eine gewisse Balance gegeben hat. Und das habe ich auch von meinen Eltern gelernt. Es gibt immer Bereiche, die eben nicht der totale Fun-Faktor sind. Und ich bin der Meinung, das ist auch nicht unbedingt notwendig, dass alles immer jederzeit Spaß macht, auch in der Selbstständigkeit nicht. Es gibt durchaus Bereiche, die ich nicht so prickelnd finde, aber sie gehören trotzdem gemacht, weil sie zum Gesamtpaket dazugehören. Und sei es Marketing, sei es die ganze Administration herum, das gehört natürlich nicht zu deinen Kernkompetenzen, davon gehe ich aus, beziehungsweise das höre ich sehr oft. Ja, aber wie gesagt, es gehört dazu, es muss nicht jeder Bereich Spaß machen. Schau einfach, dass es eine Balance hat zwischen muss sein und darf sein. Das Zweite, was ich erlebt habe bei meinen Eltern, war, dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Und das waren viele Entscheidungen, die meine Eltern natürlich treffen haben müssen in ihrer Selbstständigkeit. Vielleicht habe ich das auch nicht wirklich mitbekommen oder sie haben es uns Kindern nicht gezeigt oder spüren lassen. Es waren nicht immer leichte Entscheidungen, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, sie treffen die relativ schnell und vor allem dann sehr konsequent. Das heißt, es wird dann nicht überlegt, na, wäre das besser gewesen oder jenes besser gewesen, sondern sie sind immer zu ihren Entscheidungen gestanden und das ist auch etwas, was natürlich in der Selbstständigkeit absolut hilft, nicht ständig zu zweifeln dran, was man jetzt gerade entschieden hat.
Übrigens hat eine Kollegin einmal zu mir gesagt, weil ich halt auch eine schnelle Entscheiderin bin, dass sie mich für unloyal hält, weil ich einfach Entscheidungen getroffen habe gegen Personen, die mir nicht gut getan haben oder auch Projekten, die mir nicht gut getan haben. Ja, ich sehe das natürlich ganz anders. Ich glaube, das ist ganz klar. Es muss einfach sein. Du kannst nicht immer nur oben drauf packen. Irgendwann musst du mal auch etwas loslassen. Und beim Loslassen bin ich relativ schnell, ja, relativ muss ich also schon betonen. Aber wenn es dann so ist, dann ist es einfach so und dann stehe ich auch dazu. Das haben mir meine Eltern auf jeden Fall gezeigt. Weil schnelle Entscheidungen zu treffen ist heutzutage im Jahr 2024 extrem wichtig. Heutzutage gewinnen unter Anführungszeichen nicht mehr die Selbstständigen, die lange drüber nachdenken, sondern diejenigen, die schnell entscheiden und eben dadurch auch schnell in die Umsetzung kommen. Das Dritte, was ich gelernt habe von meinen Eltern, ist, dass Müdigkeit am Ende des Tages nicht per se etwas Schlechtes ist. Ja? Also mein Vater hat als Kfz-Mechaniker körperlich sehr hart gearbeitet. Also die harten Winter mit Schneeschaufeln um 5 in der Früh, damit die Kunden überhaupt reinkommen. Dieser ständige Wechsel zwischen heiß und kalt, kalt draußen, geheizt drinnen. Die heißen Sommer, die wir hatten, wo er also im Freien arbeiten hat müssen. Und natürlich war damals die Mechanikerarbeit wirklich noch eine körperliche Arbeit. Das sind also nicht nur elektronische Teile ausgetauscht worden, sondern da ist also echt körperlich reingeklotzt worden. Aber so müde er war zufrieden und er hat gewusst, woher die Müdigkeit gekommen ist und was er damit weitergebracht hat, umgesetzt hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir Online-Solopreneure teilweise nicht kennen, weil wir halt nicht körperlich arbeiten. Aber wir arbeiten alle mit dem Kopf, wir arbeiten alle mit Emotionen. Und auch das kann müde machen am Ende des Tages. Wenn es so ist, dass du dir denkst, boah, ich bin also fix und foxy, dann überleg dir doch mal, was du alles geleistet hast und dann, was du umgesetzt hast, was du für andere Menschen, deine Kunden bewirkt hast. Und dann kehrt hoffentlich eine Zufriedenheit bei dir ein, eine Zufriedenheit auch mit dieser Müdigkeit und die darf dann einfach sein. Also wenn du müde bist, gratuliere ich dir, vor allem wenn du weißt, warum du müde bist. Natürlich gibt es auch eine andere Müdigkeit bei uns Onlinern, nämlich die, wenn du den ganzen Tag nur überlegt hast, was du tun solltest, aber nicht in die Umsetzung gekommen bist. Also schau, dass du auch zufrieden müde sein kannst. Auch ein Punkt, den ich erlebt habe bei meinen Eltern, könnte man so überschreiben mit, bleib nicht stehen bei dem, was du tust, bleib neugierig. Und ja, daraus ist auch mein Spruch entstanden, den du unter jedem Blogartikel siehst. Und bei meinen Eltern gab es einfach keinen Stillstand, also kein Hoffen drauf, dass sich nichts ändern wird, ja, sondern sie haben die Änderung natürlich aktiv herbeigeführt. Und neugierig waren die beiden auch immer. Meine Mutter hat zum Beispiel Anfang 50 eine ihrer Passionen wieder ausgegraben. Sie hat angefangen zu malen, hat gelernt, Aquarell zu malen, hat inzwischen ein eigenes Atelier. Und mein Vater, der hatte Internet, bevor ich Internet hatte. Ja, man glaubt es kaum. Und viele Jahre war er meine absolute Go-To-Adresse, wenn mit meinem Computer irgendwas nicht funktioniert hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir von Wien rausgezogen sind, jetzt in unser Haus. Da hatte ich noch kein Internet. Und mein Vater hat mich getriezt und da solltest du schauen, dass du Internet hast und da kannst du dies und das machen. Und ich habe mich im Endeffekt geweigert dagegen, gewehrt dagegen. Ich habe zwar schon aus dem Homeoffice gearbeitet, aber so richtig Internet hatte ich nicht. Also sinnvolle Rufzeichen dahinter mehrmals, Weiterbildung, die gehört einfach zur Selbstständigkeit dazu und auch die Veränderung gehört zur Selbstständigkeit dazu. Und das ist eben etwas, was ich bei meinen Eltern ganz sicher beobachtet habe in den vielen Jahren. Etwas, das ich in meiner Selbstständigkeit lernen durfte, wurde allerdings auch mitgegeben von meinen Eltern, nämlich sei mutig, was kann schon groß passieren? Probier die Dinge aus, teste sie aus. Ja? Also wenn ich jetzt in die Online Selbstständigkeit, an die denke, was kann schon groß passieren, wenn du sichtbar wirst? Was kann schon groß passieren, wenn dich nicht jeder super toll findet? Ich finde das sogar gut, weil dadurch filterst du natürlich deine Leute, deine Zielgruppe heraus. Und was kann denn schon passieren, wenn dein erster Blogartikel nicht perfekt ist, deine erste Podcast-Episode nicht perfekt ist?
und so weiter und so fort. Ja. Unlängst habe ich in einem Podcast übrigens das Wort katastrophieren kennengelernt als Verb und gefällt mir echt gut. Das hat etwas, weil es das ist, was wir im Kopf ganz oft machen, vor allem als Selbstständige, als Unternehmerinnen, dass wir Kleinigkeiten, die wir eigentlich unter Kontrolle hätten, katastrophieren. Ich habe mal nachgeschaut, wie davon die Definition ist. Und die Definition heißt, sofort extreme, übertriebene Schlussfolgerungen über das Ausmaß des vermeintlich drohenden Unglücks zu ziehen, sobald etwas Beunruhigendes geschieht. Ich denke da zum Beispiel nur dran, an den Start eines Launches. Du bist voller Vorfreude, freust dich auf die Buchungen und die ersten ein, zwei Tage passiert überhaupt nichts. Dann geht das Katastrophieren auf jeden Fall vor. Und wir fangen an, uns in Gedanken auszumalen, was denn nicht alles Fürchterliches passiert. Aber gerade im Online-Business, ja, das ist doch eine einzige Spielwiese. Du kannst jeden Text ändern, du kannst jedes Video wieder offline nehmen, du kannst jeden Podcast ändern, du kannst jedes Produkt ändern oder vom Markt nehmen oder den Preis ändern. Also du kannst wirklich wahnsinnig viel ausprobieren, ohne jetzt viel Geld in die Hand zu nehmen. Und das ist der Unterschied zu einer Selbstständigkeit, wie es meine Eltern zum Beispiel gehabt haben. Ja? Und zum Thema Produkt ändern, ich arbeite jetzt gerade daran, Home Sweet Office, mein Halbjahresprogramm, wirklich auf den Kopf zu stellen, was die Betreuung und das gemeinsame Arbeiten angeht. Ja, es wird 2024 das 10. Mal sein, dass ich es anbiete. Gibt es ja nur einmal pro Jahr. Und wenn dich das interessiert, wie ich Home Sweet Office 2.0 auf 3.0 hebe, dann melde dich an in der Warteliste. Da werde ich ab Mitte Juli dich mitnehmen in die Veränderungen, die es in diesem Programm gibt. Und du stehst dann zusätzlich auf der Warteliste und es erwartet dich dann natürlich ein besonderes Angebot, wenn wir Mitte November losstarten werden. Aber das nur nebenbei. Auch gelernt von meinen Eltern, der letzte Punkt ist, es geht immer irgendwie weiter. Meine Eltern mussten nach wenigen Jahren der Selbstständigkeit, ich könnte jetzt nicht genau sagen, wie lang das war, mussten sie Konkurs anmelden. Zu viele Angestellte, dann die Erdölkrise. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber das war in den 70ern. Da wurde zumindest in Österreich jedes Auto mit einem Wochentag belegt und an diesem Wochentag durfte man nicht mit diesem Auto fahren. Und du kannst dir vorstellen, Erdölkrise, Benzinpreise und so weiter und so fort, was das mit einer Kfz-Werkstätte macht, war nicht so prickelnd und ich denke mir mal in Zusammenhang mit diesen vielen Angestellten und natürlich dem frischen Dasein als Selbstständiger hat das nicht geklappt und meine Eltern mussten Konkurs anmelden. Und ich war im Nachhinein schwer beeindruckt, wie es meine Eltern geschafft haben, weiterzumachen, ja, trotzdem weiterzumachen. In der Situation selber war ich noch zu klein, das habe ich also nicht, ich habe es mitbekommen, dass es Brösel gibt, aber ich war mir des Ausmaßes nicht bewusst, was das insgesamt bedeutet, auch für die Zukunft des Unternehmens meiner Eltern, was Rückzahlungen und so weiter angeht. Und ich denke mir, diese Stärke haben in der Pandemie sehr viele Selbstständige aufgebracht, damit es irgendwie weitergeht. Also vergiss bitte, wenn du selbstständig bist, das Jahr 2020 nicht und klopf dir auf die Schulter, wenn es irgendwie weitergegangen ist. Ja, wir haben da wirklich drei harte Jahre gehabt und wenn du die durchgestanden hast, ja, was soll dann noch passieren? Dann geht es auf jeden Fall in Zukunft auch irgendwie weiter. Ja, das war also das, was mir meine Eltern anscheinend mitgegeben haben, beziehungsweise vorgelebt haben und das mir natürlich hilft bei meiner Selbstständigkeit. Und vor kurzem habe ich mit einer Kollegin beziehungsweise Freundin gesprochen, deren Herkunftsfamilie eine typische Angestelltenfamilie ist. Und habe darüber diskutiert, wie denn so die Sicht auf unser Business aus dieser Perspektive ist. Und ich sehe das ja bei meinen Schwiegereltern auch, beziehungsweise habe das gesehen all die Jahre. Die haben nie verstanden, was ich wirklich mache, worin meine Arbeit besteht. Das ist bei meinen Eltern ganz anders. Mein Vater liest zum Beispiel mit Begeisterung meinen Newsletter und das finde ich immer wieder sehr, sehr putzig und entzückend. Inzwischen hat er sogar meinen YouTube-Kanal entdeckt. Also,
Ich muss mich meinen Eltern gegenüber nicht erklären. Das hilft natürlich, ja. Ich werde natürlich verstanden, was zumindest was Bedenken, Befürchtungen, Arbeitseinsatz und so weiter angeht. Und ich werde eben nicht mit negativen Glaubenssätzen und Ängsten gebremst. Und das hilft unglaublich. Und wenn du so jemanden nicht in deiner Familie hast, dann such dir jemanden, such dir einen Buddy, such dir eine Gruppe von Unternehmerinnen beziehungsweise Selbstständigen, die dir genau dabei helfen oder das geben, dieses nicht bewertet werden, dieses nicht erklären, nicht rechtfertigen. Das hilft ungemein, wenn man sich nicht ständig wie ein scheckiger Hund fühlt, ja, in der Umgebung. Weil auch meine restliche Umgebung und Freunde, die bestehen hauptsächlich aus Angestellten und auch die Familie meines Mannes, inklusive meinem Mann, war angestellt. Ja, also verstehen meistens nicht, was ich da irgendwie mit online mache, aber das ist auch nicht notwendig, weil ich eben den Gegenpol habe. Kommen wir zum Ende, kommen wir zum Fazit, was ich viel, viel wichtiger finde als sämtliche Eigenschaften, Kenntnisse, Tools und so weiter, die dir oder Strategien, die dir gesagt werden für deine Selbstständigkeit. Ich bin einfach davon überzeugt, dass es Werte gibt, die dir das Leben als Selbstständiger erleichtern. Eigenschaften natürlich, die dich dabei unterstützen. Wenn du so und so ein Dranbleiber bist, ja, dann wirst du das auch in deiner Selbstständigkeit sein. Es wird dir dabei helfen, erfolgreich zu sein, wie auch immer du Erfolg definierst. Ich bin sicher, dass einige auf mein Unternehmen oder meine Selbstständigkeit schauen und sagen, naja, Erfolg, könnte man, hat kein Team zum Beispiel, ja, hat keine Millionenumsätze. Also es kommt darauf an, wie Erfolg definiert ist. Wichtiger finde ich allerdings, viel wichtiger, die positive, vertrauensvolle Grundeinstellung in dich selber und ins Leben ganz allgemein, weil das bremst natürlich ganz fatal, wenn du dieses Grundvertrauen in dich selber und das Grundvertrauen ins Leben an sich und in die Welt an sich nicht hast. Also, wenn du das hast, dann klappt es auch mit der Selbstständigkeit. Wenn du das nicht hast, dann such dir bitte Unterstützung, damit du erfolgreicher und vor allem zufriedener in deiner Selbstständigkeit bist. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bist du ja gerade bei deinem Lieblings-Podcast-Player. Dann klick auf das Abonnieren und folge mir in Zukunft. Jeden Donnerstag gibt es eine mal längere, mal kürzere Episode für dein Online-Business und effizientes Arbeiten im Online-Business. Ich danke dir jetzt schon dafür. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann und ciao.